Jo, und damit begrüße ich euch. Ich hätte eigentlich jetzt mit einem etwas größeren Intro, ein größeres Intro erwartet, aber okay. Ja, ich begrüße euch zu Paper Mario Color Splash. Das Spiel, was ihr wahrscheinlich an diesem Wochenende wahrscheinlich recht häufig sehen wird. Und ja, für die einigen oder anderen, die fragen, warum ich mich so halb krank anhöre, das liegt daran, dass ich in der letzten Zeit etwas krank war. Mir geht es schon wieder einigermaßen besser, aber. Ja, noch ein bisschen ist es noch da, aber nicht, dass es mich abhält, jetzt dieses Spiel zu LP'n, welches heute, an diesem heutigen 7. Oktober rausniest. Und ja, deshalb würde ich sagen, legen wir los. Ich freue mich sehr drauf, auf die Ankündigung. Es soll ja ungefähr so ein bisschen so ähnlich sein wie Sticker Star. Und das fand ich schon damals richtig cool. Und ja, ich freue mich jetzt auch auf Color Splash. Falls ihr es nochmal genau wissen wollt, ich hatte das sogar mal so eine LP aufgenommen für die Wii U, für den 3DS, wobei ich muss glaube ich jetzt chill sein, es kommt eine Intro-Sequenz. Oh, Gewitter. Gewitter, Gewitter. Was mag da wohl passieren? Wer sind diese Leute? Oh. Schöner Kaminfeuer. Was mag denn nur passiert sein? Was will wohl Peach und Toad? Was haben sie für ein. Oh. Na, das ist natürlich schick. Oder eher nicht. Der arme Toad. Der arme Papier-Toad. Und sofort geht die Reise los, um ihn wieder zur Farbe zu bringen, anscheinend. Und das ist es, Paper Mario Color Splash. Jetzt wisst ihr auch, wo ihr jetzt hier seid, falls ihr es die letzten 2 Minuten nicht mehr wusstet, wo wir hier genau waren. Aber was ich noch sagen wollte im Übrigen, wo mich dieses kleine Intro ein bisschen behindert hat. Falls ihr noch mal sehen wollt, wie meine Meinung zu Stickers da ist und wie toll das Spiel ist, dazu empfehle ich euch ja einen anderen Kanal quasi, wo ich ja auch aktiv bin, nämlich dem NMAC-Kanal, wo er auch eine kleine Sache an sich, die neueste Ausgabe erschienen ist, die ihr euch reinziehen könnt, wenn ihr ja hier mit dem Video fertig seid oder wenn ihr das andere LP nicht sehen wollt oder was auch immer. Ihr habt das ja in der freien Hand. So, da wären wir. Das ist also das berühmte Port Prisma. Hier ist es so friedlich und still. Ziemlich still sogar. Wo sind denn alle hin? Prinzessin Peach. Ich denke, das hat keiner von euch erwartet, dass das Prinzessin Peach ist. Ach, es tut so gut, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Wir sind hier doch am richtigen Ort, Port Prisma. Ich hatte angenommen, Port Prisma wäre ein Urlaubsparadies, doch dafür scheint es zu still, denkst du nicht? Ja, das ist seltsam, dabei habe ich extra Bescheid gesagt, dass wir kommen. Man sollte annehmen, dass es einen e etwas herzlichen Empfang für Prinzessin Peach und den großen Mario gibt. Stichwort Mario, was macht er denn da? Mario, wir sind hier, komm an Land. Oh, das war wirklich ein schlimmer Sturm letzte Nacht, nicht wahr, du Ärmster? Ach, das sieht aus wie ein weggeworfenes Bonbonpapier. Du siehst aus wie ein weggeworfenes. Verzeihung. Bonbonpapier. Die Wogen haben sich ge geglättet und dann solltest du dir ein Beispiel nehmen. Ah, ich muss springen. Mario. Hätte auch keiner von euch erwartet, dass das Mario ist. Das ist mein Mario. Viel besser. Nun, ich werde nun einmal einen Blick auf diese Postkarte werfen. Ich mag ja gar nicht wirklich daran denken, dass sie in Wirklichkeit aus einem gefalteten, farblosen Tod besteht. Der einzige Hinweis, den wir haben, ist, dass er hier in Port Prisma aufgegeben wurde. Keine Sorge, Prinzessin, ich habe den Stadtführer von Port Prisma auswendig gelernt. Also kenne ich mich hier bestens aus. Wir sollten den Prisma-Brunnen im Zentrum der Stadt gehen. Er ist eine große Touristenattraktion. Dort finden wir dann sicher einige Einheimische, die uns weiterhelfen können. Ein ausgezeichneter Plan. Doch ich habe ein ungutes Gefühl, was die Stadt angeht. Wir sollten vorsichtig sein. Okay.
Ah, und wir können uns schon bewegen. Ja, das ist doch cool. Das ist doch richtig cool. Wachen auf, da kann ich Menü öffnen. Ja, das sieht jetzt natürlich nicht, aber ich kann nur die Steuerung sehen. Und das ist. Oh, wir haben schon den Hammer direkt. Nö, haben wir nicht. Eigentlich kann ich ihn auf B drücken, aber den haben wir anscheinend noch nicht. Na gut. Willkommen in Port Prisma. Ja, es sieht ja sehr heimisch aus hier. Also sehr einladend. Einladend. Da können wir also noch nicht durch. Okay, darf ich wohl nicht lang. Okay, das ist farblos. Weiße Buchstaben auf einem weißen Schild. Das ist ja wohl der Gipfel des schlechten Designs. Hätte das nur für eine gute Idee gehalten. Insel Prisma. Ein farbenfrohes Inselparadies. Farbenprächtigste Stadt der Insel. In Port Prisma. Staunen Sie über die sechs kunterbunten Farben des Prismabrunnens. Okay. Oh. Ah, jetzt kommen wir voran. Auf der Kiste, da scheint sich etwas zu befinden. Hey Mario, kannst du vielleicht auf die Kiste springen und nachsehen? Ja, ist ja wohl klar, dass es der Hammer ist, den ich gerade schon ausführen wollte. Hammer erhalten. Super, das ist ja gerade gar nicht so schlimm, dass ich auf der Reise versehentlich einen Hammer über Bord geworfen habe, oder? Deinen. Der hier funktioniert bestimmt genau wie deiner. Drück einfach B, um ihn einzusetzen. Faszinierend. Oh, da gibt's Münzen. Nice Sache. Wenn wir reich. Erstmal hier die Kohle absahen. Und dann kommen wir auch bestimmt da weiter. Aber jetzt frage ich mich, wo es jetzt hier weitergeht. Ach, die können wir gar nicht kaputt machen. Okay, dann hat sich das erledigt. Dann gibt es ja nur eine Option. Ach, im Müller ist auch was. Okay. Ja, muss ja immer untersuchen hier. Hier gibt es alles Mögliche. Hier kann man überall was finden hier. Das sieht mir auch ziemlich verdächtig aus, wenn ich ehrlich bin. Aber okay, lass es erstmal so stehen. Vielleicht wird es später interessant. Ja, vor allen Dingen war auch Color Splash, so dass man überall alles erkunden sollte. Beziehungsweise Sticker Star, wollte ich sagen. Gibt's immer mal wieder verschiedene. Okay. Zwing mich nicht dazu, dir den Hammer wegzunehmen. Ich meine es ernst. Ups. Ich wollte euch den Tod treffen. Auch nicht schlecht. Egal. Na gut, genug Spaß für heute. Machen wir weiter mit der Ernsthaftigkeit. Tut mir leid, Kiste, aber wir hatten keine Wahl. Und jetzt sehen wir uns die Stadt an. Die arme Kiste. Sie war zu jung zum Sterben. Okay, dann haben wir auch noch was. Nein, ja, wollen wir mal sehen, was hier so am Bach ist. Oh. Oh, das sieht ja schick aus, aber von Grund ziemlich wenig Wasser, meiner Meinung nach. Und ein paar komische farbweiße Kleckse. Du. Das sieht ja wohl gar nicht gut aus. Wiener Geisterstadt. Das ist ja eine richtige Geisterstadt. Ja, und Peach nimmt es mir schon aus dem Munde. Das kann doch nicht, da kann doch etwas nicht stimmen. Bist du sicher, dass das der Prismabrunnen ist, Toad? Mein Stadtführer sagt, dass der Brunnen ein beeindruckender Regenbogen voller Glück und Freude ist. Also ja, das kann wirklich nicht ganz stimmen. Ich sehe mich einmal etwas um und versuche einen Hinweis zu finden. Der Poststempel auf diesem bedauernswerten Toad lässt ja leider keinen Zweifel. Es wurde definitiv in Port Prisma aufgegeben. Er kann so etwas Furchtbares nur getan haben. Wer mag das nur sein? Was passiert denn jetzt? Jetzt geht's aber ab. Sieh nur, in dem Brunnen scheint sich eine Art Mechanismus zu befinden. Den sollten wir uns einmal näher ansehen. Notfallsystem. Im Notfall bitte die folgenden drei Schalter auf dem Prismaplatz finden und aktivieren. Blau schlagen, gelb ziehen, rot springen. Okay. Das kann ich mir doch nie. Moment, dann muss ich mir nochmal. Blau schlagen, gelb ziehen, rot springen. Okay. Oh. Aber ich sehe gerade etwas, was mir nicht gefällt. Kurz zur Planung des LPs. Diese Laternen hier. Die. Oh. Oh, das war schon der blaue. Okay, alles klar. Diese Laternen hier, die sagen mir nichts Gutes aus. Und zwar habe ich es eigentlich schon vor.
das LP eigentlich 100% zu halten. Aber für diejenigen, die die Stickers da kennen, ist das schon ein bisschen, ja, heftig, sage ich mal. Weil da muss man doch ganz schön was, viel machen. Bin mir noch nicht sicher, ob ich es tatsächlich machen werde, es komplett zu 100% zu machen. Das werde ich noch entscheiden. Das kann ich euch jetzt in diesem ersten Part noch nicht sagen, aber das wird schon ohne werden, weil, in Stickers, da war es so, dass es zum Beispiel jetzt so einen Erfolg gibt, also so nenne ich jetzt einfach mal diese Laternen da, oder Fahnen waren es damals, dass man beispielsweise 5000 Gegner perfekt besiegen muss. Wir werden es zwar später noch sehen, wie genau das aussieht, wenn man einen Gegner perfekt besiegt, aber das wird dann wohl heftig werden. So, was muss ich beim letzten machen? Ziehen, ne? Genau, ich muss ziehen, aber irgendwie sehe ich hier nichts Rotes. Dann gehen wir einfach mal woanders hin. Ah, okay. Okay, ich darf noch nicht hier hin, da muss es hier irgendwo sein. Was Rotes. Ah, hier. Mario, ich glaube, ich weiß es. Wenn du nicht mehr weiter weißt, sprich mit mir. Ich glaube, es ist eine Idee. Oh, ich bin auch schon drauf gekommen, aber... Springen. Ja, ich habe es schon gesehen. Ich brauche deine Hilfe nicht, Peach. Ich bin informiert. Ich bin informiert. Ja, jetzt bin ich ja mal gespannt, was jetzt passiert. Das sah mir zwar im ersten Moment ziemlich gefährlich aus, aber ich glaube tatsächlich ist es vielleicht doch gar nicht so schlimm oder schlecht, was hier abgeht. Wow. Ein Eimer? Ist das etwa ein Farbeimer? Sieht ja mal sehr komisch aus. Was will man denn mit einem Farbeimer? Lass uns nachsehen, was sich darin befindet. Versuch doch einmal den Deckel zu öffnen. Oh, stimmt ja. Man braucht ein besonderes Werkzeug, um einen Farbeimer wie diesen zu öffnen. Nun, das einzige Werkzeug, das zu uns zur Verfügung steht, ist ein wenig gröber. Doch vielleicht geht es ja auch damit. Okay, wenn du das willst, Peach, dann mache ich das. Fabian. Au, was sollte das denn? Wie würde es dir gefallen, wenn dich im Schlaf jemand mit einem Hammer schlägt? Das tut uns leid. Es ist nur, dass wir dachten eben, du wärst ein Farbeimer. Da haben wir versucht, dich zu öffnen. Ein ganz gewöhnlicher Farbeimer? Ich? Na gut, ihr seht aus, als wärt ihr nicht von hier. Also werde ich euch diese Bemerkung mal großzügig verzeihen. Aber ich bin so viel mehr als ein gewöhnlicher Farbeimer. Und jetzt, da ihr mich aufgeweckt habt, kann ich euch ja ein wenig herumführen. Was sagt ihr? Oh, vielen Dank für das Angebot. Doch wir sind hier, um einer seltsamen Postkarte nachzugehen, die in dieser Stadt aufgegeben wurde. Nur, dass es sich nicht um eine Postkarte handelt. Es ist einer unserer Toads. Entfärbt und gestempelt in Port Prisma. Erlaube mir, mich vorzustellen. Ich bin Prinzessin Peach aus dem Königreich. Pilzkönigreich. Mario ist ein guter Freund. Falls nötig, springt er auf Sachen und schlägt sie mit dem Hammer. Und hier irgendwo muss da auch mein kluger, hart arbeitender Untertan sein. Was war das? Stopp, weg von mir! Aha, ja, du kannst schweben, alles klar. Das hat nicht gut geklungen. Das klang ganz wie Toad. Er könnte verletzt sein oder sich in Schwierigkeiten befinden. Willkommen, Toad! Oh oh, was passiert da? Eine Geiselnahme? Gefahr? Wir werden es herausfinden. Eine Notsituation. Aufhören! Meine schöne Farbe! Du liebe Güte, was tut dieses Monster da mit ihm? Mario, Hilfe! Ich kann meine Hose nicht mehr spüren. Aber ich habe etwas Nützliches gefunden. Nimm es und denk an mich. Ja, genau. Oh Gott. Kartenset erhalten. Ruhe in Frieden. Düb, düb, dü. Toad, nein! Ha, mit so vielen Karten kannst du diesen Strohhalm-Sauger Paroli bieten, Mario. Und da kommt er auch schon. Hey, warte! Hast du überhaupt Farbe, Mario? Du hast keine Farbe. Farbe rieche ich nämlich 10 Meilen gegen den Wind.
Okay. Was machen wir denn jetzt? Hier kriegen wir nirgends Farbe her. Es geht wohl nicht anders. Mario, du musst mich ausquetschen. Drücke A, wenn du neben mir stehst und gib mir eine herzliche Umarmung. Okay. Ich dachte, es wird jetzt einen geilen Kampf geben, aber nö. Alles klar. Max 100. Oh, ich fühle mich so schlank und leicht. Fühlt ihr euch etwa die ganze Zeit so? Gut, und jetzt mal zum Thema. Die Farbe, die du von mir erhalten hast, besteht im Wesentlichen aus meinem Blut, meinem Schweiß und meinen Tränen. Na gut, nicht wirklich natürlich. Jedenfalls kannst du sie dazu verwenden, mehr aus den Karten herauszuholen, die dir der Tod dir gegeben hat. Und die kannst du dann verwenden, um diese schlürfenden Tunichtgut das Hand wegzulegen. Ja, der holt zwar gerade Verstärkung, aber okay. Hallo, tut uns ja leid zu stören, aber wir würden dann gern angreifen. Aber nur, wenn es für dich auch in Ordnung ist. Ja, alles klar. Nein, ist es nicht. Und seit wann gibt es denn drei von denen? Egal, wir haben Karten, wir haben Farbe. Du weißt, was zu tun ist, was du zu tun hast, Mario. Ja, und damit geht der erste Kampf los, den wir natürlich auch noch in diesem ersten Part sehen werden. Du hast überhaupt keine Ahnung, was du tun sollst, oder? Aber keine Sorge, Onkel Farbian macht das schon. Der Name, ey. Okay. Das seht ihr jetzt natürlich nicht, aber wir haben jetzt hier Farben. Kann ich euch das irgendwie zeigen? Eigentlich nicht, aber ich kann euch ja vorlesen, was der gute Farbian uns jetzt hier auf dem Gamepad-Screen zu sagen hat. Also, hier sind alle Karten, die du von Toad erhalten hast. Man nennt sie nicht ohne Grund Kampfkarten. Je nach Karte kannst du im Kampf eine andere Aktion ausführen. Die Bilder auf den Karten sind ein Hinweis darauf, wie die aussehen. Sieh dir zum Beispiel die hier einmal an. Das sind zwei Schuhe darauf zu sehen. Das bedeutet, dass du mit dieser Karte zwei Sprungattacken ausführen kannst. Die Anzahl der Symbole auf einer Karte gibt an, wie oft du angreifen kannst. Dieser Stiefel im Übergröße hier lässt sich eine wirklich mächtige Sprungattacke ausführen. Je größer das Symbol, umso stärker der Angriff. Ganz einfach, oder? Gut, jetzt wählst du eine Karte und ziehst sie in das Feld. Ist das egal? Nee, ich muss diesen Sprung nutzen. Okay. Okay, ich kann das aber auch nur mit dem Stift machen. Also mit dem Touchscreen. Alles klar. Berühre bereit, wenn du die von dir gewünschte Karte ausgewählt hast. Los, probier es einmal aus. Alles klar. Oh. Als nächstes kannst du die gewählte Karte einfärben. Berühre dazu einfach die Karte mit dem Finger. Je mehr du sie einfärbst, umso stärker ist sie auch im Kampf. Okay. Färbe sie so ein, wie du magst, und berühre dann fertig gefärbt. Aber ich merke gerade, ach so, man kann auch entfärben, okay. Ja, ich mach's aber erstmal voll. Geht zwar meine Leiste ein bisschen runter, aber komm. Oh Gott. Wenn du bereit bist, die Karte zu spielen, schiebe sie schnell nach oben, um mit dem Kampf zu beginnen. Alles klar. Los. So, und ab jetzt wird es richtig spannend. Drücke genau im richtigen Moment eines Angriffs A, um die Stärke des Angriffs zu erhöhen oder einen Bonusangriff zu erhalten. Bei Sprungattacken solltest du dafür A drücken, kurz bevor du auf einem Gegner landest. Mit dem richtigen Zeitgefühl kannst du so bis zu 5 Sprünge hintereinander ausführen. Umwerfend, oder? Anstatt A zu drücken, kannst du auch den Bildschirm des Gamepads berühren. Ja, das ist noch mit A einfacher. Und damit habt ihr schon gesehen, das ist ein perfekter oder beziehungsweise exzellenter Angriff, wie ich das ja vorhin schon erwähnt hatte. Gut, jetzt kommt allerdings der unangenehme Teil. Sie werden dich nämlich angreifen. Aber du kannst mehr tun, als ihre Angriffe einfach nur einzustecken. Du kannst dich verteidigen. Drücke A, kurz bevor dich ein feindlicher Angriff trifft, um den Schaden, den du nimmst, zu verringern. Nämlich um es zu blocken. Okay, dann machen wir mal einen Zweiersprung. Ja, na gut, ich kann auch eine andere tatsächlich nehmen, aber ich nehme diesen Zweier, wobei da geht ja ganz schön viel weg. Ich nehme erstmal einen normalen Sprung. Ach, und jetzt ist er erstmal allein. Jetzt bin ich erstmal so ein bisschen auf mich alleine gestellt, okay. Das erzählt er erstmal nicht. Ich merke auch gerade, wir können nur den einen angreifen, immer den nächsten. Oder ich habe es noch nicht anders gesehen.
Aber die Scheigeis halten nicht viel aus. Aber das Tolle ist, wenn wir exzellent angreifen, kriegen wir auch Münzen. Toll! So, und dann denke ich mal, reicht der normale Sprung aus. Oh. Da reicht doch der normale Sprung dann aus. Der hat jetzt was gesagt, der Scheige, habe ich jetzt nicht so schnell gelesen können, aber okay. Dung, dung, dung. Perfekt. Und so sieht das Ganze aus. Ein Kampf in Paper Mario Color Splash. Da werde ich ganz gelb vor Neid. Du bist wirklich ein Naturtalent. Oh, unser armer Toad. Lass uns eine Schweigeminute einlegen. Ach, ich verhungere. Gibt es hier nicht irgendwo Burger? Pommes rot-weiß? Und mach dich um Toad keine Sorgen. Dem geht's gut. Ach komm schon, so schlimm ist das nicht. Vielleicht geht es ihm doch nicht ganz so gut, wie ich dachte. Aber keine Sorge, er braucht nur einen frischen Anstrich. Dann ist er so gut wie neu. Wirklich? Du kannst ihn mit Farbe wieder zum Leben erwecken? Oh, das wäre wirklich ein Wunder. Keineswegs, daran ist nichts Geheimnisvolles. Das ist alles möglich durch die Kraft der Farbe. Ja, und wie diese Kraft der Farbe aussieht, das werden wir im nächsten Part sehen. Ich werde den Part nämlich jetzt hier erstmal unterbrechen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen in der ersten Farbe. Im ersten Part. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Mal sehen, ob es mir danach besser geht. Und ansonsten euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal von Paper Mario Color Splash. Bis dann und tschüss.